Heute geht es um meine Kolloquium-Abitur-Tipps, also wie du wirklich in der mündlichen Abiturprüfung selbst maximal performen wirst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumrutschritt kommst. Zweites Teil der Kolloquiums-Videos im Prinzip oder auch für alle anderen, die noch mündliche Abiturprüfung haben, aber nicht in Bayern, da ist es Kolloquium. Wie performst du in der Prüfung richtig, richtig gut? Auch jetzt wieder. Zettel sind am Start. Wie macht man das Ganze richtig? Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich hatte ja selbst in Wirtschaft 15 und in Physik, nee, umgekehrt, in Wirtschaft 14 und in Physik 15. Und ich kann ganz ehrlich sagen, das hatte ganz, 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 ganz viel damit zu tun, wie ich in der Prüfung selbst performt habe und nicht zwangsläufig so viel mit der Vorbereitung. Klar, wenn du eine absolute Topnote willst, musst du dich auch sehr, sehr gut vorbereiten. Das ist logisch. Aber ich kenne auch viele, die einfach in der mündlichen Abiturprüfung nicht so gut abgeliefert haben, obwohl die wesentlich mehr gelernt haben. Und ich sage immer wieder, die mündliche Abiturprüfung ist so, so, so stark abhängig davon, wie du in diesen 30 Minuten wirklich am Start bist. Und das Wissen ist eventuell fast sogar sekundär. Und deswegen ist es ein ganz, ganz entscheidendes Thema, das wir jetzt auf jeden Fall genauer anschauen sollten. Vorneweg mal das klassische Thema, was ziehe ich überhaupt an? Und da sage ich auf jeden Fall, zieh dich schick an, zieh dich gut an, einfach damit du erstens zeigst, okay, ich bin hier angetreten, um eine richtig gute Leistung abzurufen. Das ist ungefähr, ich sage immer, wenn du kannst richtig gut den Stoff drauf haben, aber wenn du dann mega schlecht gekleidet bist, ist es ungefähr so, wenn du den iPhone kaufst und das ist auch wirklich das iPhone, aber es hat einfach eine abgefuckte Verpackung. Und das, so ist es nun mal beim Präsentieren, beim Verkaufen und so weiter. Deswegen macht euch da, scheut da keine Mühen. Ich muss hier mega Make-up und oder Ballkleid, nee, gar nichts, okay? Einfach nur schick anziehen. Aber was noch sehr viel wichtiger ist, was dieses zieh dich schick an noch trumpft, ist die Meinung des Lehrers, also der Geschmack des Lehrers. Beispielsweise mein Physiklehrer, der wollte immer nie, dass man sich mega schick anzieht. Und dann sollte man das, glaube ich, auch beachten. Soll dann der Lehrer komplett vorschreiben, was du dir anziehst? Nein, auf jeden Fall nicht. Zieh dich so an, wie du möchtest und pass es dann noch ein wenig an den Lehrer an. In meinem Fall mit dem Physiklehrer, ich war immer voll der Hemdtyp. Ich habe auch in der 11. und 12. Klasse immer ein Hemd getragen. Deswegen wäre es fast merkwürdig gewesen, wenn ich mich dann in der Prüfung schlechter angezogen hätte als in den normalen Unterrichtsstunden. Er hat aber gesagt, ein Hemd oder so ist ihm sogar fast zu schick. Und ich habe dann in meinem Fall einfach ein Hemd genommen, was einfach nicht so krass schick war. Es war so ein kariertes Hemd, hat mich ein bisschen einfach auch irgendwie, war so ein bisschen so ein Physikerhemd, deswegen hat es ganz gut gepasst. Deswegen bleibt eurem Stil schon treu, aber passt es einfach ein bisschen an den Lehrer an. Und dann ist das, denke ich, so die optimale Kombo hinsichtlich der Kleidungswahl. Grundsätzlich erstmal zum Ablauf vom Kolloquium. Ihr habt erstmal natürlich eine 30-minütige Vorbereitungszeit, wo ihr vollkommen für euch alleine seid und da eure Präsentation vorbereiten könnt. Die Präsentation, die ihr dann von Lehrern halten werdet, geht ungefähr 10 Minuten. Dann bekommt ihr nochmal 5 Minuten weitere Fragen zu eurem Schwerpunkt, weil die Präsentation selbst ja auch zum Schwerpunkt geht. Und dann eben nochmal 15 Minuten Fragen über die anderen beiden Semester. Und das Semester, was ihr ausgeschlossen habt, kommt logischerweise nicht dran. So viel zum Ablauf. Und genau deswegen, genau wegen dem Ablauf, den ich jetzt gerade beschrieben habe, sind die folgenden Tipps so unfassbar wichtig. So unfassbar wichtig. Weil diese Vorbereitungszeit, ich glaube in, ich weiß nicht genau, in welchem Bundesland ist es, glaube ich, nur 15 Minuten oder in gewissen Fächern. Genau deswegen, die Zeit ist echt nicht viel. Die ist echt nicht viel. Ihr müsst wirklich in dieser Vorbereitungszeit euch richtig Gas geben. Das bedeutet, ihr müsst in dieser mündlichen Abiturprüfung von Sekunde 1 voll da sein. Ihr müsst voll da sein. Und genau weil das so entscheidend ist, dann eben auch, wenn du dann in die Präsentation selbst gehst, was wir auch gleich noch besprechen werden, deswegen ist es so wichtig, dass du die letzten 5 Minuten, bevor du selbst, bevor du dann in deine Vorbereitungszeit gehen darfst, manage die. Sorg dafür, dass du da genau das machst, was dich am besten in den State bringt. Wenn das Motivationsmusik ist, ein Motivationsvideo, mach das. Wenn das Meditation ist, mach das. Wenn das einfach nur rumstehen und die Gedanken ziehen lassen ist, mach das.
Aber sorg dafür, dass du mit dem besten State ever in diese Prüfung reingehst, weil du wirklich Gas geben musst, weil du wirklich Gas geben musst. Wenn du dich dann in der Vorbereitung selbst befindest, empfehle ich dir einfach nur nach zwei Dingen zu arbeiten. Klar und zügig. Ich habe schon gesagt, du musst wirklich Gas geben, aber arbeite auch sehr klar. Das bedeutet, wenn du baust ja im Prinzip eine Präsentation in kürzester Zeit auf. Lies dir den Text durch, versuch den möglichst schnell zu verstehen. Nicht mit schnell meine ich niemals leichtfertig oder dass du Dinge nicht verstehst. Das macht keinen Sinn. Du musst es wirklich verstehen, aber zügig, konzentriert, fokussiert. Okay. Dann überlegst du kurz, wie baue ich das auf? Bam, 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 bam. Und dann auch im Aufbau. Halte dich nicht auf den letzten Details auf. Was wichtig ist, dass du erstmal dieses Skelett des Aufbaus drauf hast. Und dann kannst du ja immer noch, wenn du sozusagen merkst, okay, ich habe dieses hingeschrieben, meine Präsentation oder meine Stichpunkte, und dann merkst du, okay, ich habe noch ein bisschen Zeit und da könnte ich noch ein paar Details anfügen, dann kannst du das ja immer noch machen. Was aber fatal ist, ist, wenn du erst die Hälfte von deinem Vortrag fertig hast, vielleicht mit super vielen Details am Anfang, die aber die zweite Hälfte fehlt und du dann ins Prüfungszimmer gehen musst. Das ist fatal. Deswegen schaut, dass ihr die Struktur von eurer Präsentation möglichst schnell aufs Blatt bekommt und dann könnt ihr es ja immer noch weiter ausführen, wenn ihr die Zeit noch habt. Aber auch die ganzen Details könnt ihr ja theoretisch in eurem Vortrag Freestyle-mäßig noch hinzufügen, aber wenn ihr die ganze zweite Hälfte fehlt, dann wird das schwierig, da noch drauf zu kommen. Wenn du dann ins Prüfungszimmer gehst und im Prinzip deine Präsentation selbst hältst, empfehle ich euch so stark eine Sache. Ich gebe euch da nur einen einzigen Tipp mit. Und zwar erklärt eure Sichtweise. Erzählt nach eurem Verständnis. Ich kann nur die Story aus meinem Physikabitur erzählen, eben auch mündlich, Kolloquium. Da war es ungefähr so. Ich war mir bei dem Text echt nicht sicher. Ich war mir echt nicht sicher. Man muss sich im Prinzip für zwei Sachen entscheiden. So ist es wahr oder ist es falsch? Und dann das Ganze erläutern. Und ich habe mich dafür entschieden, dass das wahr ist. Und ich habe angefangen zu erzählen. Ich habe angefangen zu erzählen. Und ich glaube, nach zwei, drei Sätzen, der Blick von meinem Physiklehrer für so. Und ich denke mir, oh shit, so Leo, du erzählst hier so einen Schwachsinn. Du erzählst so einen Schwachsinn. Und dann 2 Stunden später, während ich rede, denke ich mir so, wenn ich jetzt Schwachsinn erzähle, dann das mit voller Überzeugung. Und dann bin ich irgendwie doppelt so überzeugt geworden, habe bam, 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 bam. Und habe schlussendlich die 15 Punkte bekommen. Ob das jetzt die richtige Antwort war oder nicht, weiß ich bis heute nicht. Aber auf jeden Fall hat mir das auch wieder gezeigt, wenn du es so erzählst, wie du es verstehst, weil dann wird das einfach gut ankommen. Weil vielleicht fängst du halt falsch an oder hast die falsche Hypothese oder so. Wenn du die aber dann schlüssig erklärst, dann sagt der Lehrer, ja, okay, Verständnis hat er ja. So, vielleicht einfach kurz nicht nachgedacht, aber der hat das drauf. Und das wird dann wieder total vorrangig im Kopf des Lehrers sein und der wird dir ja dann deswegen vielleicht wieder trotzdem eine gute Note bekommen. Deswegen, auch wenn dann Rückfragen kommen und so weiter, bleibt immer bei eurer Sichtweise, so wie ihr es verstanden habt. Setzt nicht stur eure Meinung durch, das meine ich nicht, sondern erklärt es immer so, wie ihr es verstanden habt. Das ist mega, mega wichtig, weil der Lehrer merken wird. Er wird merken, dass du das wirklich so verstehst und dass es nicht nur stur auswendig gelernt ist. Und das wird in der mündlichen Abiturprüfung immer Pluspunkte geben. Wenn ihr dann zu dem Fragenteil bekommt, da würde ich euch empfehlen, ganz stark darauf zu achten, ganz stark darauf zu achten, welchen Operator nutzt mein Lehrer? Operatoren sind ja diese Wörter, die in der Frage ausdrücken, wie detailreich man die Antwort geben soll. Wenn es beispielsweise heißt nenne, dann nennst du die Dinge nur. Wenn es heißt erklären, dann nennst du sie und erklärst sie auch noch. Und das bedeutet, achtet darauf und wenn der Lehrer beispielsweise sagt, nenne, dann nenn es auch wirklich nur. Wenn du mehr weißt, spielt erstmal keine Rolle. Nenn die Dinge erst und dann wird eins von zwei Dingen passieren. Entweder der Lehrer wird sofort weitergehen, nächste Frage stellen und so weiter, dann passt alles. Da erwartet auch niemand, dass du noch mehr davon erzählst, auch wenn du es vielleicht gerne würdest. Manchmal wartet der Lehrer aber auch einfach einen Ticken. Das merkst du schon, man spürt ja so vom sozialen Kontext her, wann eigentlich normalerweise wieder eine Frage kommen sollte. Und wenn die einfach ein bisschen ausbleibt, dann geh ruhig ins Erklären. Ich habe mit meiner Wirtschaftslehrerin damals sehr, sehr viel darüber geredet, weil ich mich mit ihr auch so sehr, sehr gut verstanden habe. Und sie hat gemeint, wenn der Lehrer einfach ein bisschen wartet, dann erzähl doch einfach weiter. Erzähl doch einfach weiter. Erzähl einfach weiter. Der will ich dann schon unterbrechen, wenn es passt. Das bedeutet auch, wenn der Lehrer am Anfang gesagt, nenne, dann erstmal nur nennen, aber wenn er dir dann noch den Raum gibt, dann erklär ruhig auch weiter.
Was tue ich, wenn ich nicht weiß, was ich antworten soll? Da, einer meiner absoluten Lieblingshacks, stellt selbst eine Frage. Und damit meine ich nicht, dass du eine Frage bekommst, du weißt die Antwort nicht und du stellst sofort eine Frage zurück, sondern damit meine ich, es kommt eine Frage und dann beantwortest du sie, soweit du sie kannst, und stellst im Prinzip fast schon so dar, als wäre das jetzt die komplette Antwort. Sagst du ja, beispielsweise, das heißt, nenne die 4 Punkte und wie sie zusammenhängen. Dann beantwortest du, dann nennst, und du weißt beispielsweise die 4 Punkte, aber nicht den Zusammenhang. Dann sagst du einfach erstens, zweitens, drittens, viertens. Dann sagst du, ja genau, das sind die 4 Punkte. Wobei ich mich schon immer gefragt habe, wie die eigentlich zusammenhängen. Das ist mir in der Vorbereitung nicht ganz klar geworden oder so. So ist in die Richtung. Weil das drückt zum ersten Mal, stellst du es ein bisschen so dar, als hättest du ja die volle Antwort gegeben. Und nur hast du in deiner Vorbereitung einfach so viel, du hast einfach gelernt, aber bist einfach nicht weitergekommen. Sprich, es liegt nicht daran, dass du nicht vorbereitet bist oder so, sondern dass du wirklich versuchst, aber die Frage stellst du dir immer noch. Du stellst diese Frage jetzt sogar im Kolloquium oder in der mündlichen Abiturprüfung eben. Das kann super, super funktionieren. Ich habe letztens auch einen Kommentar bekommen von jemandem, der immer maximal 8 Punkte oder so im Bio hatte, hat den Trick dann angewendet und hat jetzt 14 bekommen oder so, obwohl er da bei einer Frage sehr, 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 sehr planlos war. Deswegen mega, mega cool, hat mich mega gefreut. Deswegen, der Hack kann einen wirklich, wirklich, wirklich weiterbringen. Und abschließend auch noch, richtig geiler Hack habe ich auch von meiner Wirtschaftslehrerin bekommen. Die Lehrer bauen die Fragen sehr oft darauf auf, was du als letztes geantwortet hast. Das bedeutet, dass du theoretisch die Prüfungsfragen sogar ein wenig lenken kannst. Da sind bestimmt auch, gibt es wieder verschiedene Lehrertypen sicherlich. Der eine hat seine Fragen schon voll vorbereitet, der andere macht es ein mega spontanes Gespräch. Aber ich persönlich kann aus meinen beiden Prüfungen nur sagen, dass es schon eher in Richtung spontanes Gespräch geht. Und dann ist es natürlich so, dass wenn du mit was aufhörst, das ist natürlich eine super einladende Möglichkeit ist, für den Lehrer dieses Thema dann weiter aufzunehmen. Das hat mir meine Wirtschaftslehrerin eben auch erklärt. Das habe ich dann auch angewendet. Das musste so lachen in dieser Prüfung, weil ich im Prinzip mir die Fragen selbst fast schon vorlegen konnte. Natürlich nicht immer, klar. Aber deswegen sich immer bewusst sein. Und das gerne auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob plakativ der richtige Ausdruck ist, aber also du wirst zu Themenbereich A was gefragt, dann gibst du die richtige Antwort natürlich und dann sagst du am Ende, das ist auch ähnlich zu Themenbereich B oder so. Und dann sagt der Lehrer so, ah okay, vor allem wenn ihr dir gut gegenübergestimmt habt, ah okay, das ist ähnlich wie Themen B, dann erklär mir doch mal Themenbereiche B. Und dann kannst du das machen. Deswegen, die Dinge, die du am Ende sagst, sollten immer die Dinge sein, oder die Einladungen für weitere Fragen sollten immer Einladungen sein in Richtungen, die du sehr, sehr gut drauf hast. Und ansonsten, seid nett, fragt höflich nach, wenn ihr was nicht verstanden habt, und strahlt wirklich einfach aus, dass ihr diese 15 Punkte bekommen wollt, was immer für euch die Top-Note ist. Und wenn ihr das habt, wenn ihr das habt und auch einfach vom Gesamtpaket einfach auch euch drauf freut, freut euch auf diese mündlichen Prüfungen, Leute. Ihr müsst, kriegt keinen Schreibkrampf. Es sind die letzten Prüfungen. Ihr seid schneller da wieder raus. Das ist einfach, also ich weiß, dass es eine höhere Drucksituation ist, aber es kann auch echt einfach Bock machen, jetzt einfach über das zu erzählen, was du dir die ganze Zeit reingezogen hast. Deswegen freut euch drauf, gebt Gas. Ich glaube immer an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.